Herzlich willkommen, ihr lieben Wassermänner. Ich begrüße euch ganz herzlich hier zu Kings and Queens Tarot und eurem allgemeinen intuitiven Monatsreading für den Februar 2023. Und natürlich an dieser Stelle auch einen herzlichen Glückwunsch an alle Geburtstagskinder. Alles Liebe von dieser Stelle und ich möchte mich auch wie immer mal nochmal bedanken für eure tolle Unterstützung. Ganz herzlichen Dank. Ja, für eure Abos, für die Kommentare natürlich auch, die Botschaften, die mich per Post, per E-Mail erreichen und natürlich auch ein ganz herzliches Dankeschön an alle Menschen, die diesen Kanal mit ihren Spenden unterstützen. Auch das freut mich natürlich sehr. Und ja, wie immer, muss ich hier vorab nochmal darauf hinweisen, dass nicht immer alle hier bei dieser allgemeinen Legung sich möglicherweise wiederfinden. Also wer das Gefühl hat, dass die Karten nicht die eigene Situation anzeigen, der ist herzlich eingeladen, eines der anderen Videos anzuschauen zum Aszendent, zum Mond oder auch zur Venus und findet dann möglicherweise dort die passenden Botschaften oder auch ergänzenden Botschaften. Wer ganz konkrete Fragen hat, findet wie immer auch unten in der Videobeschreibung den Link zu meiner Website und darüber könnt ihr mich dann auch sehr gerne direkt kontaktieren. Die Themen, die ich anspreche, sind für gewöhnlich berufliche Themen und auch Beziehungsthemen. Ja, das können romantische Beziehungen sein, aber auch Freundschaften oder auch familiäre Themen können hier natürlich auch auftauchen. Und Königinnen und Könige und der Herrscher und die Herrscherin, wenn die sich zeigen, sind sie geschlechterunabhängig und sie können andere Personen darstellen, aber auch die eigene Energie widerspiegeln. Und ich glaube, alles Wichtige habe ich angesprochen. Die Karten haben sich gezeigt. Ich nehme die auch mal noch so ein bisschen näher hier an die Kamera. Und damit legen wir dann auch los. Und ja, hier haben wir als die Themenkarte auch gleich noch eure eigene Karte, die Heilung, eine uranische Karte also. Und ja, wie der Name schon zu verstehen gibt, geht es hier ganz, ganz oft um Heilungsprozesse, entweder um innere Heilungsprozesse, sprich einen inneren Friedensschluss. Natürlich kann auch angezeigt sein, dass sich äußere Thematiken, sprich Verbindungen mit anderen Personen hier in die Heilung, in Richtung Heilung bewegen, in Richtung Versöhnung bewegen. Allerdings ist ja diese Thematik der inneren Heilung, des inneren Friedensschlusses geht eben auch oft einher, ja, dass man wirkliche Erkenntnisprozesse innerlich durchläuft, sich selbst vielleicht auch besser erkennen kann. Ja, es ist auch eine Karte, die so mit Wahrhaftigkeit sich selbst gegenüber zu tun hat. Ja, ich mag auch mal eben vorlesen, was auf dieser Karte steht. Du bist schon perfekt. Finde die Selbstwertschätzung für dein einzigartiges Sein. Teile deine Schönheit mit der Welt. Du bist ein wichtiger Teil des Ganzen. Und das hier ist auch tatsächlich so ein bisschen was, was generell für dieses Jahr Gültigkeit hat. Ja, es ist wirklich nicht nur für den Einzelnen wichtig, sondern auch für das Kollektiv durchaus bedeutsam. Ja, dass sich jeder auf einer tieferen Art und Weise, auf einer tieferen Ebene mit sich selbst auseinandersetzt und wirklich auch in die Selbstwertschätzung findet, ja, weil es geht jetzt auch wirklich darum, dass jeder einzelne von uns seine ganz besonderen Talente, seine ganz besonderen Fähigkeiten, Gaben in sich entdeckt und das nicht nur entdeckt, sondern auch wirklich annimmt, weil das was ist, was auch das Kollektiv speisen kann, nähren kann. Ja, es geht hier wirklich darum, dass wir jetzt zusammen lernen, zusammen etwas Größeres auch zu gestalten und das kann eben auch nur dann geschehen, ja, wenn jeder hier in sich reinspürt, was ist wirklich, wer bin wirklich ich, was macht mich wirklich aus, ja, was wie gesagt sind auch so meine Gaben, meine Fähigkeiten. Das kann durchaus gehen, auch in Richtung Thematik Berufung zum Beispiel. Aber es müssen auch nicht immer so die ganz, ganz großen Themen sein. Ja, vielleicht hast du ein besonderes Talent, anderen Menschen zuzuhören. Oder ja, das können auch kleinere, in Anführungsstrichen, Talente, Elemente sein, die aber ganz, ganz wertvoll sind und einen ganz, ganz wertvollen Beitrag zum Gesamten sozusagen beitragen können. Wie gesagt, es kann natürlich durchaus auch sein, dass das hier in der persönlicheren Ebene stattfindet. Ja, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen hier Heilung stattfinden kann. Aber eben
vielleicht genau auch deswegen, weil man zu sich selbst einen anderen Bezug findet, weil man ja sich selbst auch in einem anderen Licht sehen kann, sich selbst anders annehmen kann und das dann dementsprechend natürlich auch Auswirkungen hat auf ja, das Umfeld, wie ich mit meinem Umfeld umgehe, welche Verbindung ich zu meinem Umfeld schaffen kann. Und ich gebe mal noch Klärungskarten dazu. Oh ja, okay, wow, sehr, sehr schön. Ja, hier haben wir den Ritter der Kelche und die Karte, die Liebenden. Ja, ich hatte es schon vorhin kurz angesprochen, also wir gehen jetzt wirklich in ein ganz neues Energiefeld hier rein. Seit gestern sind alle Planeten ja, vorwärts laufend und das ist auch ein Phänomen, das nicht so ganz häufig vorkommt und wir werden das jetzt auch in den nächsten Monaten deutlich spüren, ja, dass die Dinge an Fahrt aufnehmen, dass Dinge vorangehen, dass Entwicklungen vorangehen. Außerdem hatten wir jetzt auch noch gerade den Neumond im Wassermann, ja, und auch da ist ganz, ganz deutlich zu spüren, das ist wirklich wie so ein Portal, ein Tor gewesen, durch das wir uns hier auch kollektiv bewegt haben. Ja, und hier haben wir jetzt also den Ritter der Kelche und die Karte, die Liebenden. Und auch die stehen hier wirklich für, ja, eine neue Zeit, eine neue Art, mit sich selbst umzugehen und dementsprechend dann auch. Auch, ja, wie ist das der zwischenmenschliche Umgang? Ja, also hier öffnet sich jetzt sozusagen das Herz. Man ist gewillt, in die Verbindung zu kommen mit dem eigenen Herzen und auch aus dem Herzen heraus zu handeln, auf andere zuzugehen. Ja, wie gesagt, auch eine stabilere, intensivere Verbindung mit sich selbst einzugehen. Und ja, die Karte, die Liebenden, ist dementsprechend auch eine Karte, die durchaus mit anderen Personen zu tun haben kann, im Roman. In der romantischen Ebene, aber auch weitergefasst, ja, wahrhaftige Freundschaften, tolle Teamarbeit, ja, Geschäftspartnerschaften, all das kann durchaus mit dieser Karte angezeigt sein. Und ich denke, da ist auch jetzt so ein bisschen mehr der Fokus drauf. Es ist ja auch die Karte der Herzentscheidung. Auch das könnte natürlich weiterhin eine Rolle spielen, ja, dass man jetzt also auch in der Lage ist, fähig ist, wirklich freie Herzentscheidungen für sich zu treffen, weil man hier möglicherweise mit anderen blockierenden Thematiken, Selbstzweifeln, Unsicherheiten und so weiter, negativen Denkansätzen Frieden geschlossen hat und wie gesagt wirklich diesen Zugang zum eigenen Herz hat und daraus dann auch ganz neue, freiere Entscheidungen treffen kann. Und ja, hier ist auch diese das sich öffnen, ja, eine wirkliche Herz-zu-Herz-Verbindung eingehen zu können zu anderen Personen ganz oft angezeigt. Also das ist hier wirklich eine tolle Themenposition, die die Legung also schon eröffnet. Okay, schauen wir uns mal an, was jetzt am Ausklingen ist, was also zuvor stärker vorhanden war und jetzt zukünftig weniger eine Rolle spielen wird. Und da haben wir die Initiationskarte, was eine Blockadeenergie ist. Und zwar oft Blockade aus äußeren Umständen, also oft eine Konfrontation mit gewissen Personen oder ja, äußeren Umständen, auf die ich keinen Einfluss habe. Habe oder hatte, ja, also ich denke, viele von euch kommen hier aus einer eher schwierigen Energie, aus einer eher schwierigen Phase, ja, wo sich es vielleicht auch so ein bisschen stagnierend angefühlt hat, man das Gefühl hatte, hier geht es gar nicht voran, es sind keine Kompromisse zu finden oder ich bin mit einer Situation eben konfrontiert, ja, auf die ich einfach keinen Einfluss habe. Das allerdings ist nur ein Teil der Karte. Sie zeigt eben auch an, dass hier Übergangsprozesse stattfinden, Wandlungsprozesse, und zwar oft sehr, sehr tiefgreifende Wandlungsprozesse. Und die haben auch einen Sinn, ja, weil oft darf dann was entdeckt werden und zum Vorschein kommen, was in mir steckt, eine Kraft, eine Energie, Talente, Fähigkeiten, Gaben, ja, die ich erst dadurch sozusagen entdecken kann oder auch annehmen kann, indem ich mit Schwierigkeiten und Blockade Energien konfrontiert werde. Ja, es ist sozusagen dann, es wird ein Triggerpunkt gesetzt, der dann was zum Vorschein bringen kann, beziehungsweise eben eine Weiterentwicklung und einen Wandel antreiben kann, der
anders vielleicht in der Form nicht stattgefunden hätte, wenn einfach alles immer weiter glatt gelaufen wäre. Dass diese Karte allerdings eben auf dieser Position liegt, ja, weist darauf hin, da dieser Prozess, der klingt jetzt aus, also ihr seid sozusagen hier über den Berg. Und ja, das wird zukünftig in der Form also nicht mehr so stark eine Rolle spielen. Okay. Ja, hier haben wir die Mondkarte. Drei der Stäbe und die sechs der Schwerter. Ja, die Mondkarte ist ja ganz oft eine Karte, die mit Unsicherheiten und Ängsten zu tun hat. Und zwar oft weniger Ängste, die mit konkreten Situationen oder konkreten Gefahren zu tun haben, sondern es sind eben oft diffuse Ängste. Es ist eine Unsicherheit. Was passiert, wenn ich ein vertrautes Feld verlasse? Was kommt denn dann da auf mich zu? Ja, es wird also ganz viel in die Zukunft projiziert, was gar nicht so sehr tatsächlich vorhanden ist, sondern es sind eben oft Projektionen, die aus vorangegangenen negativen Erfahrungen heraus entstehen, ja, die einfach aus einer Unsicherheit heraus entstehen. Es ist also was, was ich nicht so richtig abschätzen kann, nicht so richtig einschätzen kann. Und das kann eben dazu führen, dass ich dann bestimmte Schritte nicht wirklich gehe, mich nicht wirklich traue, zu vollziehen, was dann aber eben auch genau zu so einer Blockadeenergie führen kann. Ich nehme mal diese drei der Stäbe in die Mitte, weil das eine Karte ist, die mit Orientierung zu tun hat. Und ich denke, das ist tatsächlich, wohin das dann zunächst mal geführt hat. Ja, also hier versucht man, den Überblick zu bekommen, das ein oder andere auch noch mal zu analysieren. Ja, Klarheit letztendlich zu bekommen. Wo hat mich das Vergangene, eine vergangene Haltung, vergangene Denkmuster, Handlungsmuster hingebracht, wo auch ja, vielleicht bestimmte Verbindungen mit anderen Personen, ja, also Beziehungsthematiken, könnten hier durchaus auch nochmal eine Rolle gespielt haben. Wo also kommt es her? Wie hat mich das dahin gebracht, wo ich jetzt stehe? Und wie können jetzt die Erkenntnisse, die ich aus dieser Analyse gewonnen habe, mir helfen, ein neues Bild, eine neue Vision für die Zukunft zu kreieren? Das also, denke ich, war wahrscheinlich eine längere, wie schon erwähnt, recht herausfordernde Phase, die aber zu einem ganz tollen Ergebnis geführt hat, nämlich in diese Sechs der Schwerter, was auch noch meine Wassermannkarte ist. Und die hat damit zu tun, dass man ja gewillt ist, auch zu akzeptieren, dass möglicherweise was zu Ende gegangen ist. Man kann sich wirklich gedanklich zunächst auch mal in eine neue Richtung bewegen. Man lässt es so innerlich geschehen, ja, lässt sich darauf ein. Und dadurch können dann bestimmte Dinge eben auch noch mal in den Fluss kommen, ja. Also die zeigt, denke ich, schon auch an, dass hier neue Visionen entstanden sind, auch ein neuer Mut aufgekommen ist. Ja, man wollte sich hier, ja, wollte sich da nicht mehr zurückhalten lassen und hat sozusagen hier den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Und wenn ich mir das so anschaue, was sich hier zeigt, dann war das durchaus genau das Richtige. Das war genau der richtige Schritt. Ja, dann haben wir auf der nächsten Position, die Position zeigt das Umfeld an, im Zusammenhang also auch mit dem Thema, sprich Einflüsse aus dem Umfeld, andere Personen, es können auch Personengruppen sein. Wie sieht da dieses Zwischenspiel sozusagen aus? Und gezeigt hat sich die Innenschau, was hier eine ganz interessante Karte ist. Zunächst, weil sie auch mit der Karte Heilung in Verbindung steht, ja, und auch weil sie eher den Fokus nach innen anzeigt, sprich, man orientiert sich nicht mehr so stark an den Erwartungshaltungen oder Meinungen von anderen Personen, ja, was andere vielleicht für richtig halten oder wie gesagt, welche Erwartungshaltungen sie tatsächlich an einen stellen oder man denkt, dass sie an einen gestellt werden. Hier geht also der Fokus viel, viel stärker nach innen und wirklich die Frage, was ist für mich das Richtige, was steckt wirklich in mir, was möchte aus mir hervorkommen. Und ich denke, das ist eben auch wirklich sinnvoll und gut, weil
wie schon erwähnt, bei der Initiationskarte andere Personen eben eine blockierende Energie oft darstellen, ja, und dazu, was dazu führt, dass man das Gefühl hat, ja, man kommt eben in so eine Sackgasse. Und wenn ich versuche, ja, immer anderen recht zu machen, immer den Erwartungshaltungen von anderen gerecht zu werden, aber dabei gegen meine eigenen Überzeugungen vielleicht oder auch meine eigenen Aufgaben agiere, ja, und dann kommt dann das Ganze irgendwann in so ein Spannungsfeld, dass es eben auch nicht weitergeht. Und hier ist also schon auch angezeigt, ja, vielleicht orientiert man sich mal nochmal so hier und da am Außen, geht da schon in den Austausch, aber es ist nicht mehr dieses sich abhängig machen von dem Außen, ja, sondern das, was sich für dich richtig anfühlt, das zählt in diesem Moment viel, viel mehr und es kann auch nur aus dir selbst heraus entstehen, ja. Das ist schon auch eine Karte, die manchmal so ein bisschen mit Rückzug zu tun haben kann. Ja, also vielleicht ist es jetzt im Februar auch wirklich sinnvoll, sich ganz bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen, wirklich zu gucken, mit wem habe ich so eine tiefe Verbindung, mit wem besteht wirklich diese Herz-zu-Herz-Verbindung, diese Verbindung und Beziehungen dann auch auszubauen, denen mehr Raum zu geben und andere Beziehungen, die diese Kriterien nicht in der Form erfüllen, vielleicht auch ein bisschen auf Distanz, auf Abstand zu halten und je nachdem vielleicht sogar auch ausklingen zu lassen, wenn das möglich ist. Aber ich denke, dieser Fokus auf einen selbst ist im Moment ganz, ganz wichtig und trägt auch wirklich zu diesem Heilungsprozess bei. Ja, das Ass der Schwerter, was ja das Ass der eigenen Wahrhaftigkeit ist und auch der eigenen Klarheit. Auch noch mal eine Karte, die durchaus mit Entscheidungsprozessen zu tun haben kann, ja. Und noch eine ganz interessante Karte, nämlich diese 7 der Schwerter, was noch mal auch eine Wassermann-Karte ist. Und zwar ist das Mond im Wassermann, ja. Und die Mondkarte hatten wir ja hier vorhin auch schon. In der negativen Energie ist es eine Karte, die tatsächlich mit Manipulation zu tun haben kann. Ja, man lässt sich verunsichern, wird vielleicht auch ganz bewusst verunsichert vom Außen. Und diese Unsicherheit, Zweifel, Ängste, die dann damit einhergehen, können also dazu führen, dass ich nicht in den Kontakt zu meinem eigenen Herzen komme. Allerdings denke ich, taucht sie hier durchaus in der hohen Schwingungsebene auf. Und ja, da kann sie tatsächlich die Bedeutung haben, sich das zurückzuerobern, was einem selbst gehört. Und das wäre dann in dem Fall wahrscheinlich hier sehr stark dieses Ass der Schwerter und dementsprechend auch der Zugang wieder zu sich selbst und den Zugang zu den eigenen Heilungskräften. Was das bedeutet, hier sich das zurückerobern, was einem selbst gehört, kann auch bedeuten, ja, dass man wieder die Kontrolle über den eigenen Verstand, über die eigenen Gedankengänge zu sich selbst sich zurückerobert. Ja, also nochmal diese Unabhängigkeit von anderen Erwartungshaltungen, von Meinungen von anderen, ja, die einen vielleicht hier sehr, sehr negativ zuvor beeinflusst haben. Ja, also wirklich wieder Herr oder wie soll ich sagen, Herrin über die eigene Gedankenwelt zu sein, über die innere Ausrichtung, wo ich meine Fokuspunkte setze, etc. Also das ist auch eine sehr, sehr spannende Energie, die sich hier anzeigt. Wie gesagt, das Ass der Schwerter kann eine trennende Energie auch anzeigen oder ja auch noch mal so ein bisschen darauf hinweisen, ja, zu gucken, wer in meinem Umfeld ist, wirklich eine nährende Energie, eine förderliche Energie, eine ernst gemeinte Energie und wo ja sind vielleicht eher dann so, ja, ich nenne das ganz gerne Energievampire, ja, Menschen, die sich vielleicht nur dann melden, wenn sie selber Sorgen und Nöte haben, aber ja, für dich nie da sind oder wie gesagt, das dann nicht so im Ausgleich ist. Und da ja könnte es durchaus auch ratsam sein, ein bisschen zu gucken, je nachdem dann vielleicht in Distanz zu bestimmten Personen ein bisschen in Distanz zu gehen und dafür vielleicht andere Verbindungen zu stärken, wo man wirklich das Gefühl hat, dass das findet auf Augenhöhe und aus einer Wahrhaftigkeit heraus eben statt. Okay. Ja, welche Herausforderungen ergeben sich dann so im Februar? Da haben wir die Fokuskarte, was eine sehr aktive Karte ist, eine sehr willensstarke Karte, eine Karte, die auch mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu tun hat, ja, auch
anzeigt, ja, dass man so das eigene Potenzial in sich selbst vor allem eben erkennt oder auch in einer bestimmten Situation erkennt. Aber es ist mehr diese Erkenntnis, was steckt denn eigentlich in mir? Und ich denke, das ist so ein bisschen die Herausforderung, wirklich ja in die Kraft zu kommen, aus sich selbst herauszuschöpfen, sich auf sich selbst zu verlassen, sich selbst zu vertrauen und auch zu erkennen, dass alles, was es benötigt, um bestimmte Visionen, bestimmte Träume umzusetzen, letztendlich schon in einem selbst angelegt und vorhanden ist. Das Einzige, was dann fehlt, ist dieser Glaube an einen selbst und wirklich auch ganz aktiv dann die Dinge in die Gestaltung zu bringen. Das ist eine Karte, die sehr, sehr viel mit der Manifestationskraft zu tun hat. Und die Manifestationskraft wirkt immer, ja, ständig. Sie ist aber, wie sie sich auswirkt, ist ganz, ganz stark abhängig von meiner inneren Haltung. Und deswegen ist dieser Entwicklungsprozess hier sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant, weil er eben eine Fokusverschiebung anzeigt. Fokus zum einen weg von was ist wahrhaftig für andere, hinzu, was ist wahrhaftig für mich selbst. Und vor allem auch der Fokus, der jetzt weggeht von Ängsten und Zweifeln, wie gesagt, die dann in die Zukunft projiziert werden, ne, hin in was möchte ich eigentlich, was sind eigentlich meine positiven Visionen, ja, was begeistert mich, wo fühle ich mich lebendig damit, was fasziniert mich. Und das eben dem viel, viel stärker einen Raum zu geben. Das ist herausfordernd, aber das ist eben auch keine Blockade. Es fordert einen eben nur so ein bisschen raus, ja, über den eigenen Schatten zu springen, mutig zu sich selbst zu sein, sich selbst gegenüber zu sein, ja, und wirklich mutig auch anzugehen, was man umsetzen möchte. Okay, hier haben wir den Wagen und die Gerichtkarte, und der Wagen taucht hier unten ja noch mal als Hinweiskarte auf in der Karte der Wandel. Also wir haben den jetzt sozusagen zweimal hier in der Legung, und ja, der Wagen ist eben auch noch mal eine wichtige Entscheidungskarte, und zwar Entscheidung aus dem freien Willen heraus. Sprich, wenn diese Karte auftaucht, ist das nochmal ein ganz, ganz deutlicher Hinweis. Die Bewegung, die Veränderung kommt aus einem Selbst, und sie kann auch nur aus einem Selbst kommen. Ja, wie schon erwähnt, es kann natürlich interessant sein und auch Hilfestellung geben, sich auszutauschen mit anderen und das abzugleichen. Wie sehe ich selbst eine bestimmte Situation? Ja, wie ist mein Umgang vielleicht mit einer bestimmten Situation? Aber letztendlich bleibt es an dir, deine Entscheidung zu treffen, an dem abgleichend, was für dich wirklich sich als wahrhaftig darstellt, was einfach mit dir innerlich schwingt. Ja? Zusätzlich ist der Wagen auch so eine, oder der trägt auch eine Neustart-Energie in sich, ja? Also auch einen alten Status quo hinter sich zu lassen. Das können konkrete Umstände und Situationen sein. Ja, es könnte ein Arbeitsplatz zum Beispiel sein, es kann eine Beziehung sein, es kann ein Wohnort sein. Aber es kann auch was Inneres sein, eine innere Haltung, mit der ich mich vielleicht blockiert habe, ne? Negative Gedankenansätze und Gedankenmuster und all das gehört natürlich auch zu einem alten Status quo oder kann damit eben angezeigt sein. Ja? Also wirklich hier eine Veränderung oder sich zu trauen für die Veränderung, sich zu trauen, man selbst zu sein, die eigenen Entscheidungen zu treffen. Und noch ein Aspekt, der hier sicherlich eine Rolle spielt, der Wagen ist eine der wichtigsten Perspektivkarten, ja. Also nochmal, wo lege ich den Fokus hin? Die beiden Sphinxe stehen hier also für eine negative innere Ausrichtung, ja, eine Erwartungshaltung, die eben eher Katastrophen und negative Entwicklungen erwartet. Und nochmal, das fließt ein in meine Manifestationskraft. Ja, das Universum versucht mir immer das zu geben, von dem es denkt, dass es das ist, was ich möchte. Und je mehr ich an was denke, je mehr was ich in den Fokus stelle, ja, desto, das ist das Zeichen sozusagen für das Universum. Okay, daran bist du interessiert. Hier gibt es mehr davon. Ja, die weiße Sphinx steht dementsprechend eben eher für einen optimistischen Ansatz, für das, was man wirklich möchte, für eine positive Vision.
Also nochmal da auch besonders drauf achten, ganz bewusst denen die Perspektive hier zu verschieben, wenn du damit zu tun hast, dass immer wieder du spürst, okay, ich habe hier, komme hier ganz schnell in Angstspiralen rein, in negative Gedankenmuster rein. Versuch das wirklich umzudrehen. Sei da auch geduldig mit dir selbst. Ja, da sind eben oft Dinge, die wir uns so angewöhnt haben, ja, die natürlich auch noch von außen mit genährt werden. Ja, das ist ganz oft so, dass so ein negativer Ansatz in unserer Gesellschaft leider oft im Vordergrund steht. Und es braucht auch ein gewisses Training, auch ein Aufmerksamkeitstraining. Das kann schon damit anfangen, dass man überhaupt mal anfängt zu beobachten, wie ist so meine innere Stimme, wie spreche ich mit mir selbst, ja, wie reagiere ich vielleicht auch spontan auf das, was mich interessiert oder was mir begegnet? Kommen da sofort negative Ansätze, Verurteilungen und ähnliches? Und schon das Beobachten als solches kann helfen, ja, das anzufangen oder da anzufangen, das umzuformulieren. Wenn du oft negative Worte in dir aufkommen spürst, ja, oder nein und nicht und geht nicht und kann nicht und darf nicht, arbeite daran, dass du das ganz bewusst umformulierst, dem versuchst, einen positiven, bejahenden Drall sozusagen zu geben, das in eine neue Richtung da zu lenken. Und noch ein Aspekt, den ich ja ansprechen möchte, ja, es geht auch wirklich darum, was nährt deine Seele? Und wir haben verlernt, es wurde uns auch oft wirklich aberzogen, uns selbst wahrzunehmen. Ja, also wir sind wirklich auch so, ja, kollektiv darauf konditioniert, uns zu verleugnen und immer nur ins Außen zu gucken, ja. Aber es ist ganz, ganz wichtig in diesem Jahr, dass man sich selbst und die eigenen Bedürfnisse eben auch wahrnimmt, ja, und auch danach im besten Falle agiert. Wie gesagt, das Ganze auf der Herausforderungssituation oder Position, sprich, es wird nicht so einfach vielleicht jetzt einfach dahin fließen, nur weil man diese Entscheidung getroffen hat. Das ist schon Arbeit und aktives Arbeiten daran, aktiver Umgang damit, aber es ist auf jeden Fall was, was man erreichen kann, ja, und da gibt es jetzt auch nicht in einem bestimmten Zeitrahmen ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ich gebe immer wieder den Hinweis, Zeitfaktor ist ein absolut zweitrangiger Faktor. Was wirklich wichtig ist, ist der Prozess und das sich einlassen auf den Prozess. Ja, dann haben wir noch die Gerichtkarte, ja, die lauteste Version der Herzstimmenenergie. Also deine Seele möchte hier auch wirklich wahrgenommen werden, deine Bedürfnisse, du selbst möchtest dich wahrnehmen im Prinzip, ja. Und wenn die Gerichtkarte auftaucht, dann klopft die Herzensstimme für gewöhnlich schon eine ganze Weile an die Tür. Ja, und bisher hat vielleicht so der Mut gefehlt, ja, sich selbst die Tür zu öffnen. Aber genau das darf jetzt wirklich geschehen. Ja, also diese Herzensstimme, die sollte man nicht weiter ignorieren. Nochmal, sei das jetzt im beruflichen Umfeld, ja, wenn du total unzufrieden, unglücklich bist in einer bestimmten beruflichen Situation oder auch mit einer beruflichen Tätigkeit. Was möchte in dir hervorkommen? Welche Talente, Fähigkeiten hast du? Wo ruft dein Herz dich hin? Ähnliches natürlich auch in allen anderen Beziehungsthematiken oder auch in anderen Lebenssituationen. Achte wirklich auf dein Herz und nimm dir auch ganz bewusst Zeit und die Muße. Schau, dass du in diesem Monat dir diese Inseln schaffst, wo du ganz bewusst mit dir selbst wirklich in Verbindung kommen kannst und ja, dem Aufmerksamkeit schenken kannst, ja. Okay, Entschuldigung, welche Türen öffnen sich, welche Chancen ergeben sich? Da hat sich die Karte Weiblichkeit gezeigt, ja, was nochmal eine sehr, sehr intuitive Karte ist. Das sind also die femininen Aspekte in einem selbst, zu denen man jetzt einen neuen Zugang hat. Also Intuition, da können Botschaften jetzt kommen, zum Beispiel aus der Traumebene könnten Botschaften zu dir kommen. Ja, ich denke, man entdeckt hier wirklich neue Aspekte in einem selbst und dieses sich einlassen auf diese Aspekte ist ein ganz wichtiger Teil,
des Heilungsprozesses und setzt eben aber auf der anderen Seite auch Talente, Elemente in einem frei, die vorher nicht wirklich in der Wahrnehmung waren. Ja. Auch hier liest man eben die Botschaft. Dein Unterbewusstsein hat Botschaften für dich. Verbinde dich mit deinem mystischen weiblichen Anteil. Verborgenes möchte wahrgenommen werden. Ja. Übrigens auch nochmal eine Krebskarte, wie also der Wandel und der Wagen auch. Und dieses Krebshaus, das vierte Haus, hat ganz, ganz viel mit dieser Thematik Seelennahrung zu tun. Ja, also sprich, hier ist auch ein bisschen angezeigt, dass du dich genährter, bereicherter fühlen wirst in deinem Leben von dir selbst, sprich auch erfüllter und letztendlich dadurch auch glücklicher. Das ist, auch da möchte ich nochmal darauf hinweisen, immer ein Prozess. Ja, das ist keine gerade Linie, kein jetzt habe ich das erkannt und danach ist alles anders. Ja, das sind natürlich Prozesse, die ja mal vielleicht einen Schritt nach vorne gehen, vielleicht geht es auch dann nochmal zwei Schritte zurück, aber nicht aufgeben, dranbleiben. Wir stehen hier am Anfang von einer wirklich ganz, ganz neuen Energie. Ja, und ja, da wird, wie gesagt, wir werden hier nicht durch eine Tür durchtreten und dann ist alles andere vom Besten vergessen und vorbei und ganz neu. Ja, es sind einfach wirklich Prozesse. Also geduldig mit sich selbst sein ist, denke ich, ja auch wichtig. Aber wie schon gesagt, auch sich wirklich auf diesen Prozess einzulassen. Okay, hier haben wir nochmal den Gehängten und den Teufel. Ganz spannend. Ja, und ich denke, das waren tatsächlich die Blockadeenergien, die wir auch hier vorne schon gesehen haben. Der Gehängte ist ja gleichbedeutend mit der Karte Initiation. Ne? Und nochmal, hier spielen oft zunächst mal äußere Umstände eine Rolle, auch bei dem Teufel. Ja, der Teufel ist eben auch eine Karte, die mit Ängsten und Zweifeln, Verunsicherungen zu tun hat. Glaubenssätze, ich kann nicht anders, ich darf nicht anders, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug oder wie auch immer, ich habe es nicht verdient. Ja, aber das ist eine Illusion. Und diese Illusionen, die kommen eben im Ursprung auch gar nicht aus einem selber, sondern die haben sich eben im Laufe der Zeit entwickelt. Nochmal durch die Konditionierung, die vielleicht durch die Familie stattgefunden hat, das soziale Umfeld stattgefunden hat, so ja, die Konditionierung aus der Gesellschaft heraus, ja, die natürlich sehr, sehr stark darauf geprägt ist, dass man immer der Beste und der Schnellste und der Tollste sein muss. Und zwar in einem vorgefertigten Konstrukt, ja, sprich, vielleicht sind deine Talente ganz wunderbar und ganz einzigartig, aber sie werden in der Gesellschaft vielleicht gar nicht wahrgenommen, wertgeschätzt, nicht anerkannt. In der Gesellschaft, die zuvor vorhanden war, ja, was ja auch eine eher saturnische Gesellschaft oder geprägte Gesellschaft war. Und jetzt kommen wir aber eben in eine, wie schon erwähnt, in ein neues Energiefeld und das ist eben das uranisch geprägte Energiefeld. Und da werden ganz andere Schwerpunkte gesetzt, sprich auch andere Fähigkeiten werden dann von Bedeutung sein, die vorher eben nicht von Bedeutung waren. Und das, was zuvor vielleicht hoch wertgeschätzt war, das wird an Bedeutung verlieren. Also hier findet eine sehr, sehr intensive, tiefgreifende Verschiebung statt. Und das sind natürlich auch so Energien, vor allem diese Teufelenergie, die ganz, 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 ganz stark aus der Verstandesebene, aus der Ratio heraus geprägt war. Ja, also im Prinzip eine Energie, die diese ganze weibliche Energie, das Intuitive, die Herzensstimme, die Verbindung zur eigenen Seele, ja, aktiv und inaktiv wirklich negiert hat und ausgeblendet hat, unterdrückt hat, ja. Und dadurch auch zu Unfreiheiten geführt hat, ja. Dadurch dazu geführt hat, dass ich für mich eben nicht diese freien Entscheidungen getroffen habe. Und ja, möglicherweise immer wieder in solche Blockadeenergien dann auch reingeraten bin, weil ich vielleicht das Gefühl hatte, egal wie sehr ich mich anstrenge, egal wie sehr ich versuche, das Außen zufriedenzustellen, hier irgendwie von außen vorgegebene Ziele zu erreichen, ich scheitere immer wieder, ne, und komme immer wieder in diese Sackgassenenergie. Und
was jetzt eben die Chance ist, ist genau die Befreiung, ja, letztendlich die Heilung davon und auch ja, der Zugang nochmal zu einem ganz, ganz eigenen, tiefen, bereichernden Energiefeld, das schon immer in dir vorhanden war und ja, wie gesagt, nicht da sein durfte, nicht wahrgenommen werden durfte oder nicht keine Wertschätzung erfahren hat. Und jetzt ist es aber genau die Zeit, das nach vorne zu bringen, sich damit auseinanderzusetzen und dem wirklich auch einen Raum zu geben. Ja, sehr spannend. Okay, ja, was wird zunehmen? Da hat sich das Sakralchakra gezeigt. Dann lese ich mal die Affirmationen. Ich liebe mich, ich vertraue mir, ich bin Freude. Ja, und das ist genau die Reise, die wir hier sehen. Das ist genau das, wo es hingeht. Also das sind die zunehmenden Energien, die sich aus diesem Heilungsprozess, aus diesem Entwicklungsprozess jetzt heraus manifestieren können. Das Leben wirklich annehmen zu können, genießen zu können, leben zu können, gestalten zu können, zu erkennen, wie viel Kraft und Kreativität und Talent in dir selbst steckt, ja, und dass Freude, Erfülltheit, glücklich sein nicht von außen kommen kann. Es kann immer nur von einem selbst aus sein, einem selbst heraus generiert werden. Und zwar im Prinzip unabhängig davon, was die äußeren Umstände sind. Wenn ich eine gesunde, tiefe Verbindung zu mir selbst habe, dann ja, bin ich sozusagen der Herr über meine Gefühlswelt, über oder die Herrin, ja, die über meine Gefühlswelt, über meine Gedankenwelt. Und dann bin ich eben auch nicht mehr so der Spielball der äußeren Umstände. Wir leben ja ganz oft und wachsen ganz oft in der Energie auf, in dem Glauben auf, ja, wenn das jetzt mal alles perfekt ist, wenn ich den perfekten Partner, die perfekte Partnerin habe, den perfekten Job habe, die perfekte Wohnung habe, dann kann ich ja endlich glücklich sein. Ja, und das ist wirklich die Mohrrübe, die mir immer vor der Nase hängt, die niemals zu erreichen ist, ja, solange ich nicht erkenne, ja, dass das alles schon in mir ist, dass jetzt in diesem Moment, jetzt genau hier mein Glück anfängt, mit mir selbst, aus mir selbst heraus, ja, dann bin ich in meiner positiven Manifestationskraft und dann, ja, kann sich das Leben wirklich um 180 Grad drehen. Ja, okay, sehr, sehr schön. Drei der Münzen und die vier der Stäbe. Was ist so schön an den Karten? Beide Karten haben nochmal mit Gemeinschaft zu tun und zwar echter Zusammenhalt. Ja, sowohl in der beruflichen Ebene, aber auch Freundschaft, Beziehung, wie auch immer. Ja, also hier, das ist wirklich für beide Karten gültig, dieses sich gegenseitig respektieren, auch dass unterschiedliche Talente und Fähigkeiten sich ergänzen können, ja, dass man das wirklich zusammenbringt und daraus was sehr, sehr, sehr Schönes, Stabiles, Neues auch entstehen kann, ja. Also mehr als jeder Einzelne im Prinzip alleine hervorbringen könnte. Zusätzlich ist dann die Drei der Münzen noch eine tolle Aufbauenergie, ja, die für gewöhnlich anzeigt, dass hier ein neues, stabiles Fundament geschaffen wird, dass sich dem oder auf dem sich dann auch langfristig was entwickeln kann, ja, weiter wachsen kann, wirklich das kann ja über Jahre sehr, sehr stabil sich dann auch entwickeln. Und die vier der Stäbe, die ist nochmal sehr auch so in diesem Energiefeld, ja, ganz, ganz respektvoller Umgang miteinander, ein freudvoller Umgang miteinander, diese tiefe, ehrlich gemeinte, wahrhaftige Verbindung kann eine sehr kreative Karte auch sein. Also ich denke, ihr geht hier wirklich zunehmend in Energiefelden, in dem ihr euch sehr, sehr erfüllt fühlen werdet, in dem dann auch andere Personen durchaus noch mal eine Rolle spielen dürfen, aber eben auf eine andere Art und Weise, als das zuvor der Fall war. Also nicht mehr in dieser Energie des Energievampirismus, dieses sich ausgelaugt fühlen, ausgenutzt fühlen, vielleicht auch von anderen oder klein gehalten werden,
klein gemacht werden von anderen, sondern das hier ist was ganz, ganz anderes. Hier geht es wirklich um Gemeinschaft, um Zusammenhalt, um gegenseitige Unterstützung, um Freude auch zusammen und miteinander zu generieren und zu kreieren. Also das ist die Energie, die zunimmt, möglicherweise dann erst in Richtung März wirklich sich ausformt oder ja, wie gesagt, dann so Richtung Frühjahr wirklich sich bemerkbar macht. Aber hier jetzt im Februar werden sozusagen die ganz wichtigen Vorbereitungen dafür geschaffen. Ja, Hinweiskarte dann, also der Wandel, lass dich ein auf den Wandel, geh den Wandel mit, ja, wie was auch immer loszulassen ist, ob es eben innere Blockadeenergien sind oder auch äußere Blockadeenergien, aber trau dich, ja, hier dich ja, mit diesem neuen Energiefeld in Verbindung zu bringen, ja, und dich darauf einzulassen. Und Orientierungspunkt sollte wirklich dein inneres Wohlbefinden sein, deine innere Wahrhaftigkeit sein und dass diese Entscheidung, ja, die sind ganz, ganz wichtig, triff deine Entscheidung, ja, raus aus einer Passivität, rein in eine sehr aktive Energie, ja. Okay, damit, ja, wünsche ich euch einen ganz wunderbaren, fantastischen, erfüllten Februar und alles Liebe von dieser Stelle. Ich sage Namaste, lasst es euch gut gehen. Tschüss.